Hast du schon einmal von der HPV-Impfung gehört? In diesem Video erklärt die LGGF, wovor sie schützt, wie sie vertragen wird und noch viel mehr. Aufgeklärt, das Doktorial. Wir beantworten eure Fragen. Was ist HPV genau? HPV ist eine Abkürzung für humane Papillomviren. Oft wird auch die Bezeichnung HP-Viren benutzt. Es gibt über 200 verschiedene Typen von HP-Viren, die einfach mit Nummern voneinander unterschieden werden. 40 davon können beim Sex übertragen werden. Diese 40 sexuell übertragbaren Viren werden in Hochrisiko- und Niedrigrisikotypen unterteilt, entsprechend der Erkrankung, die sie auslösen können. Wenn man sich ansteckt, hat man meistens keine Symptome und die körpereigene Abwehr wird von selbst mit den Viren fertig. Wenn das nicht klappt, können Niedrigrisikotypen ungefährliche, aber trotzdem störende Feig- oder Genitalwarzen verursachen. Hochrisikotypen dagegen können in 1 bis 2 von 10 Fällen eine dauerhafte Entzündung verursachen, die zu Krebsvorstufen und Krebserkrankungen führen kann. Je nachdem, wo sich bestimmte Haut- oder Schleimhautbereiche beim Sex berühren, können Krebserkrankungen an verschiedenen Körperstellen auftreten. Wenn du mehr darüber wissen willst, schau dir doch das Video über HP-Viren an. Um sich vor den genannten Krankheiten zu schützen, gibt es eine Impfung. Die erklären wir dir jetzt genauer. Was für Impfstoffe gibt es und wogegen schützen sie? Es gibt 2 unterschiedliche Impfstoffe. Beide schützen gegen die beiden häufigsten Hochrisikotypen. Einer der beiden Impfstoffe schützt zudem vor 5 weiteren Hochrisikotypen und sogar vor den 2 häufigsten Niedrigrisikotypen. Beide Impfstoffe beinhalten übrigens nur Bruchstücke der Viren und verursachen deswegen keine Krebserkrankungen oder Genitalwarzen. Der Impfschutz hält mindestens 12 Jahre an, wahrscheinlich aber länger. Wenn du wissen möchtest, wie Impfstoffe genau schützen, schau dir doch das Video "Wie funktioniert eine Impfung?" an. Wann soll man sich impfen lassen? In Deutschland wird allen Jugendlichen zwischen 9 und 14 Jahren empfohlen, sich gegen HP-Viren impfen zu lassen. Das Geschlecht ist dabei übrigens egal. Warum genau dieses Alter gewählt wurde, hat 2 Gründe. Erstens reagiert die körpereigene Abwehr in diesem Alter schnell und baut schon nach 2 Impfungen den maximalen Schutz auf. Der zweite Grund ist, dass in diesem Alter bei den allermeisten noch kein Sex stattgefunden hat und damit also höchstwahrscheinlich noch kein Kontakt mit HP-Viren. Wenn du dich also in diesem Alter impfen lässt, bist du bereits geschützt, wenn du irgendwann deinen ersten sexuellen Kontakt hast. Dieses Alter zwischen 9 und 14 macht also Sinn, um möglichst alle Jugendlichen rechtzeitig zu schützen. Die Impfung lässt sich gut mit der ersten Jugendgesundheitsuntersuchung verbinden. Wenn du den Zeitpunkt verpasst hast, kannst du die Impfung bis zum 18. Geburtstag nachholen. Allerdings sind ab 15 Jahren für den gleichen Schutz dann 3 Impfungen notwendig. Du hast es dir sicher schon gedacht. Auch wenn es hier um sexuell übertragbare Erreger geht, findet die Impfung wie üblich im Oberarm statt. Kann man sich noch impfen lassen, wenn man schon Sex hatte? Ja, kann man und sollte man auch. Am effektivsten ist die Impfung vor dem ersten Sex, aber sie macht auch noch Sinn, wenn man schon Sex hatte. Dann gilt allerdings, falls du dich beim Sex mit einem der Virustypen angesteckt hast, gegen die geimpft wird, baut dein Körper bei der Impfung gegen diesen HPV-Typen keinen ausreichenden Schutz auf. Aber die Impfung schützt dich trotzdem, weil dein Körper lernt, sich vor den anderen HPV-Typen zu schützen. Wie gut schützt die Impfung? Viele wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass bei Geimpften das Risiko viel kleiner ist, eine Krebsvorstufe zu bekommen. Willst du dazu Zahlen und Ergebnisse großer Studien wissen? Nur ein kurzes Beispiel. Man hat festgestellt, dass bei jeder 60. jungen Frau ohne Impfung eine Krebsvorstufe am Gebärmutterhals entstanden ist. Im Vergleich dazu ist bei den Geimpften nur jede 5.000. daran erkrankt. Je jünger die Person bei der Impfung war, desto größer war der Impfschutz. Aber in allen Gruppen zeigte sich, dass die Impfung das Risiko deutlich verringert. Was bringt die Impfung noch? Du weißt jetzt ja, dass nur ein kleiner Teil der Menschen, die sich anstecken, auch Probleme durch die HP-Viren bekommt.
Aber da fast jeder Mensch, der Sex hat, mal mit HPV-Viren in Kontakt kommt, sind das immer noch ganz schön viele. Deswegen ist die eigene Impfung auch immer ein Schutz für andere Menschen. Geimpfte sind hier in Blau gekennzeichnet. Je mehr sich impfen lassen, desto weniger können sich die Viren verbreiten. Diesen Effekt nennen wir Gemeinschaftsschutz oder Herdenimmunität. Du schützt also nicht nur dich, sondern auch andere Menschen, die zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Kann mir die Impfung schaden? Vielleicht bemerkst du in den Tagen nach der Impfung eine Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Impfstelle sowie Kopfschmerzen. Das kennst du vielleicht auch von anderen Impfungen. Das sind Zeichen dafür, dass deine körpereigene Abwehr arbeitet. Diese sogenannte Impfreaktion bemerken mehr als einer von 10 Menschen. Seltener, also bei einem bis 9 von 100 Personen, treten Schwindel, Übelkeit und Abgeschlagenheit auf. Alle genannten Symptome können auch mal länger anhalten, bilden sich aber in der Regel innerhalb weniger Tage vollständig zurück. Schwere Nebenwirkungen sind sehr selten. Zum Beispiel kommt es bei weniger als 2 von 1 Million Geimpften zu schweren allergischen Reaktionen. Der Impfstoff gilt weltweit als sehr sicher. Die Sicherheit wird in Deutschland vom Paul-Ehrlich-Institut überwacht. Kostet die Impfung etwas? Bis zum 18. Geburtstag übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die Impfung. Danach ist das je nach Versicherung unterschiedlich. Frag doch bei deiner einfach mal nach. Und natürlich kannst du dich mit deinen ÄrztInnen besprechen, ob die Impfung bei dir Sinn macht. Das war unser kurzes Video zur HPV-Impfung. Wenn du etwas über Impfungen im Allgemeinen oder HPV-Viren wissen willst, schau dich doch mal in unserem Kanal um. Übrigens, dieses Video wurde von der Bahn BKK gefördert.